Ja, guten Morgen. Wir sind wieder mal unterwegs. Diesmal auf dem Betrieb von Thomas Radine hier in der Soester Börde. Und wir wollen heute mal ein bisschen eruieren, was im Grunde so eine Sorte, die zum Beispiel aus dem Hause RAGT jetzt gezüchtet wurde, ob die in der praktischen Landwirtschaft oder auf welche Art und Weise, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, dass so eine Sorte auch dann erfolgreich und einschlägt. Einfach eine erfolgreiche Sorte dann auch in der praktischen Landwirtschaft wird. Ja, Herr Radine, wie sieht das aus? Wir sind jetzt hier bei Ihnen auf dem Hof. Klassische Landwirtschaft. Können Sie ein paar Worte dazu sagen, was so das Umfeld ist, für das ja, Sie im Grunde auch dann am Ende eine Weizensorte auswählen? Ja, mein Name ist Thomas Radine. Wir sind hier in der Soester Börde. Wir haben einen Familienbetrieb mit Schweinehaltung im geschlossenen System, so wie Milchtiere, also Milchkühe auf dem Betrieb, haben einen relativ weit gefächerten Ackerbau mit Zuckerrüben, Industriekartoffelanbau sowie Getreideanbau und Mais, sodass gerade im Hinblick auf Aussatzzeitpunkten etc. Unheimlich großer Wert oder Ansprüche an die Weizensorte auch gestellt werden. So eine Weizensorte, ich sag mal, unterschiedliche Genetiken, wie viele Sorten haben Sie da im Anbau? Wir haben jedes Jahr so 3 bis 4 Sorten, je nachdem, wie die Flächen gerade strukturiert sind und liegen, um da das Risiko halt schon auf den Betrieb zu streuen. Also Sie streuen das Risiko über Kriterien wie, schätzen mal, Qualitäten? Genau, Qualitäten spielen eine Rolle, Aussatzzeitpunkt, Krankheitsdruck, je nachdem, welche Vorfrucht davor steht, gerade nach Mais, weil auch CCM-Mais angebaut wird, wo viel Stroh auf den Flächen bleibt, was dann Fusariumdruck entspricht. Da achten wir dann schon in den Landessortenversuchen darauf, dann da die passende Sorte für unseren Betrieb zu finden. Das geht dann in erster Linie dann auch, sagen wir es mal, als Züchter um Ertrag oder Krankheitstoleranzen? Wie ist das hier, sagen wir mal, wenn man so ein Ranking machen müsste, was ist das Wichtigste, was ist weniger wichtig? Was wäre da als erstes zu nennen? Also Ertrag ist schon irgendwo ausschlaggebend, ja, ne? Schon intensiv arbeiten und dann schon einen gewissen Ertrag erwarten auf dem Betrieb, aber Krankheitsresistenten sind eigentlich direkt danach gefolgt. Vor allen Dingen halt auch eben vom Saatzeitpunkt her, weil die Aussaat schon bis in Dezember bei uns auf dem Betrieb erfolgen kann nach Zuckerrüben. Mhm. Eine Sorte, die halt auch unheimlich viel Kompensationsfähigkeiten hat in der Ertragsbildung, um das wieder auszugleichen, gerade mal nicht ideales Saatbild oder Aussaatbedingungen ausgleichen zu können. Ja, genau. Schweine, sagten Sie, haben Sie angesprochen. Es gibt also, wir haben im Vorgespräch auch schon, Sie sind selber Mischer. Wie sind die Qualitäten verteilt? Von der also Backqualität, Direktvermarktung machen Sie ja sicherlich auch. Aber spielt also, das eine Rolle mit dem, Proteingehalt tatsächlich bei den Selbstmischern? Also uns ist es schon wichtig, einen hohen Proteingehalt im Futter zu haben. Gerade halt auch im Hinblick den Zukauf von Eiweißfuttermitteln möglichst gering zu halten, mhm. Auch im Schweinebereich sind das halt auch Betriebskosten, die da anfallen. Spielt das bei uns betrieblich schon eine Rolle, ist nicht hauptausschlaggebender Kriterium, aber spielt schon eine Rolle bei uns. Backweizen sind im Prinzip dann auch bei Ihnen gefragt? Genau, Backweizenqualitäten sind im Prinzip auch gefragt, da auch ein Teil vom Weizen außerbetrieblich veräußert wird und dass die Vermarktung halt unheimlich mhm. erleichtert, wenn die Qualitäten vorhanden sind. Ah, ja. So, das heißt, der Zählweizen, der klassische Futterweizen, den ich jetzt mal so hätte vermutet hätte bei Ihnen auf dem Betrieb, spielt dann eigentlich doch gar nicht mehr so die Rolle dann. Nein, also der Zählweizen hat sich bei uns wirklich in den letzten Jahren eigentlich aus dem Betrieb verabschiedet. Ja, interessant. Sodass ja. wir wirklich auch auf A- und B-Weizen-Qualitäten setzen. Mhm. Und da sind ja auch in den letzten Jahren auch das Ertragspotenzial unheimlich gestiegen bei den Sorten. Von mhm. dem her das auch wirklich, wirklich Sinn macht, eigentlich dann sich die Qualitäten abzusichern. Ja. Herr Radine, dann wollen wir mal, machen wir uns auf aufs Feld und gucken uns mal den Weizen in der Praxis an. So, jetzt sind wir angekommen, hier auf dem Feld. Schöner Weizenschlag. Wie viele Hektar sind das hier? 9 Hektar. 9 Hektar. Welche Sorte ist das? Das ist RGT Reform, die ja. wir hier angebaut haben. Ja, genau. Fallzahl. Was war für Sie der Grund, jetzt hier RGT Reform anzubauen? Ja, wie Sie gerade schon sagten, die Qualitätssicherung spielt beim RGT Reform eine unheimlich große Rolle. Ist eigentlich die Sorte, die wir meistens als letztes dreschen, weil er einfach die Qualitäten gehalten bekommt, sodass wir erstmal dann die Sorten dreschen, Flächen dreschen können, die in der Abreife deutlich weiter sind und wo es die Gefahr läuft, dass uns das Hektolitergewicht verloren geht,
Da brauchen wir uns bei RGT-Reform eigentlich nie Gedanken machen. Das funktioniert eigentlich immer. Der zweite Aspekt, die Sorte zu sehen, ist gewesen, dass hier Zuckerrüben vorgestanden haben. Sind zwar relativ früh geräumt worden, aber die Flächen sind dann doch teilweise sehr verschlemmungsgefährdet nach Zuckerrüben, weil es viel Feinerde im Spiel ist. Das spielt bei uns auf den Böden eigentlich die größte Rolle, die Verschlemmungsgefahr. Und RGT-Reform kann eigentlich auch dünnere Bestände im Frühjahr sehr gut kompensieren und dadurch eine unheimliche Ertragssicherheit bilden. Weshalb RGT-Reform bei uns eigentlich im Anbau jedes Jahr gesetzt ist, weil er uns eigentlich sicher, egal unter welchen Anbaubedingungen, gute Erträge liefern kann. Da muss man vielleicht auch zur Ergänzung sagen, im Hintergrund, das ist kein Unkraut, das ist also keine Distel oder sowas, sondern das ist also keine mangelnde Ackerkultur, sondern schlicht und ergreifend, da waren Zuckerrüben vorher. Und ja, sagen wir mal, die sind jetzt, die blühen jetzt, die sind jetzt im zweiten Jahr. Ganz genau. Da haben wir Schosser gebildet, ja. Das sind so die Dinge, die man nicht mal gleich immer nicht vermeiden kann. Das ist halt jedes Jahr anders. Die Winter werden immer milder. Ja, wenn man mal so in den Bestand reingeht, so insgesamt, welche Hauptprobleme haben Sie dieses Jahr gehabt? Also dieses Jahr war Septoria zum Teil wieder ein Thema. Hat sich allerdings in der Reform nicht ganz besonders stark gezeigt, da waren andere Sorten anfälliger, wobei man es schon etwas durchgeschlagen sieht. Ja. Gelbrost war dafür dieses Jahr eigentlich nicht das ganz große Thema bei uns in den Beständen. Aber man sieht es eigentlich, für eine Reform ist eigentlich auch sehr mastig und hoch geworden. Ja, also das, man sieht es eigentlich am Bestand, also er ist schon stramm. Ja, ja, geraten, ja. Ja, da erwarten wir natürlich eine Menge. Genau. So, halt auch wenig Härchen, also erstaunlich wenig Unterstände, das ist gar nicht so schlecht. Ja, also sehr homogener, gleichmäßiger Bestand eigentlich dieses Jahr. Ja, ja, ja. Genau, Sie sagten, Sie hätten ja mehrere Sorten im Anbau. Ne? Ja. Das ist dann gestaffelt nach Aussaatzeitpunkt, nach Vorfrucht. Vorfrucht, ne? Vorfrucht, genau. Ja. Wobei RGT-Reform eigentlich das große Plus hat, dass die Vorfrucht eigentlich keine große Rolle spielt, weil er auch halt Fusarium technisch gut abgesichert ist. Wir können ihn auch nach Mais anbauen, sodass wir eigentlich auch zur Not im Herbst nochmal reagieren können, wenn irgendwo Aussaatprobleme sind oder so, die Sorte auf eine andere Fläche setzen können. Da bietet er uns eigentlich auch unheimliche Flexibilität eigentlich im Anbau. Ja, wie gut halten Sie hier die Qualitäten für im Falle einer Vermarktung als Backweizen? Kommen Sie dann mit den Käse die A-Qualitäten hier hin? Ja, also mit dem RGT-Reform kriegen wir eigentlich jedes Jahr die Qualitäten hin. Das funktioniert. Proteingehalte sind eigentlich überdurchschnittlich für unseren Betrieb beim RGT-Reform hoch. Vor allen Dingen die Hektolitergewichte, was ich eben schon sagte, werden halt sicher über ein langes Erntefenster gesichert. Ja, sodass die Qualitäten da eigentlich immer passen. Ja, dann würde ich sagen, wir erwarten jetzt hier eine interessante, eine gute Ernte. Wollen wir hoffen, dass die Standfestigkeit auch gewahrt bleibt. Ich glaube, da sind wir beim Reform jetzt ja auch eher im grünen Bereich. Ja, da können wir eigentlich nicht meckern. Gerade auch mit organischer Düngung kommt er eigentlich immer sehr gut zurecht. Ja. Was halt bei uns als Viehhaltender Betrieb unheimlich wichtig ist. Da können wir uns eigentlich auch bei Reform im Großen und Ganzen nicht beschweren. Also das funktioniert eigentlich. Kann man sich dann halbwegs darauf verlassen. Ne? Genau. Ja, ja. Was wäre denn, ich sag mal, die Züchtung bei uns geht weiter. Wir werden von unseren Züchtern gefragt, welche Anforderungen der Zukunft könnten denn in der praktischen Landwirtschaft, was kommt denn da, was kommt auf uns zu? Die Züchtung von so einer Sorte dauert roundabout 10 Jahre, mit allem drum und dran. Was würden Sie vermuten oder aus Ihrer Praxis heraus sagen, das wären die Selektionskriterien für Sie der Zukunft? Ich glaube, was wichtig ist auf Dauer, ist einmal eine gewisse Wettertoleranz und Stressstabilität. Das haben, denke ich, die letzten Jahre gezeigt, dass die Wetterextreme größer werden, egal ob Trockenheit oder extreme Nässe auch ist. Vor allen Dingen über längere Zeiten dann auch mal, dass Schlechtwetterperioden kommen, dass da immer ein ordentliches Wachstum vorhanden ist in den Kulturen. Und der zweite Aspektpunkt wird mit Sicherheit irgendwo Krankheitsdruck in den Sorten sein, da immer mehr Pflanzenschutzmittel halt vom Markt gehen und Wirkstoffe verloren gehen. Und das dann halt irgendwo gepaart dann mit den Qualitätsmerkmalen, die der Reform mitbringt. Und das gepaart, das wäre wahrscheinlich auf Dauer die Sorte, die wir brauchen, um sicher weiter hohe Erträge zu haben. Also tatsächlich eher wieder eine Allrounder-Sorte, ne? Ja. Also wir kommen damit natürlich hier sehr dicht dran an den Allrounder, aber am Ende, ja, mehr Ertrag, immer weniger Stress oder hohe Stresstoleranz, das sind die Kriterien der Zukunft. Ja. Ja, vielen Dank, Herr Radine, für Ihren kurzen Einblick, den wir bei Ihnen bekommen konnten, sowohl in Ihrem Betrieb auf dem Hof, was Sie machen mit der Verwertung von Weizen,
als auch der Anbau von Weizen bei Ihnen auf dem Feld. Und letztendlich auch der Einblick in die Zukunft, was möglicherweise in der Landwirtschaft an Genetiken im Weizenbereich für die Zukunft interessant sein könnte. Ja, vielen Dank dafür.